Hi, wir sind Markus, Brian, Voko und Florian. Wir wollen die Kapazität von Krankenhäusern und Praxen erhöhen, indem wir Gespräche zur Anamnese und Triage per Videochat ermöglichen. Das heißt, PatientInnen erhalten zu ihrem Gesprächstermin einen Link, den sie zu Hause auf ihrem Gerät öffnen, um direkt den Videochat zu starten. Dadurch werden ÄrztInnen und PatientInnen besser vor Infektion geschützt. Medizinstudierende und angelernte Freiwillige können auch mit in Betreuungsprozesse eingebunden werden, ohne direkte Ansteckungsgefahr ausgesetzt zu sein. Dieses System muss auch bei Tausenden von NutzerInnen stabil sein und den Datenschutzanforderungen entsprechen. Darum wollen wir für jede Institution unabhängige Server aufsetzen. Die freie Software Jitsi Meet ist schon nah dran, was die Einfachheit der Benutzung angeht, aber öffentliche Server sind aktuell oft überlastet, da Schulen und Unternehmen die auch benutzen. Dieses Wochenende haben wir daran gearbeitet, das Aufsetzen der Server zu automatisieren. Wir haben also Jitsi Meet genommen und eine Reihe von Ansible-Skripten gebaut, die auf Knopfdruck eine komplette Instanz der Plattform einrichten und das automatische Hinzufügen überlasteter Komponenten übernehmen. Als nächstes werden wir das Webinterface für die Terminplanung fertigstellen, damit das System so bald wie möglich in der Infektiologie des Uniklinikums Köln eingesetzt werden kann. Dann wollen wir das System beliebigen Institutionen im Gesundheitssystem anbieten. Über ein Webformular können sich alle eine eigene stabile Videoplattform besorgen, ohne sich mit der technischen Konfiguration auszukennen.